Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Bevor das Video startet, möchte ich mal ganz, ganz großes Dankeschön sagen. Wir haben mittlerweile über 120 Abonnenten. Das ist super toll. Vielen Dank an euch allen. In diesem Video möchte ich mal diesen PC hier zeigen. Beziehungsweise PC-Server, was ist es eigentlich so genau? Das ganze Ding sieht so aus. Ist sau schwer, wiegt ungefähr 20 Kilo. Sieht ziemlich unscheinbar von da vorne aus. Das ist aber ein Industrial PC. Und was bei dem unterschiedlich ist zum normalen PC, werden wir dann sehen. Als erstes mal zur Front. Ui, schaut das so aus, wie so Server. Hier ist die Tür. Ein CD-Laufwerk, ein Floppy-Laufwerk. Ein AT, ein- und Ausschalter. Zwei Reset-Button aus irgendeinem Grund. Zwei HDD-LEDs und ein Power-Button. Der eine Reset-Button, der ist angeschlossen, der ist überhaupt nicht angeschlossen. Das Ganze hinter hier so eine schöne Tür, wo man auch ein Schloss installieren kann und ich auch irgendwann mal werde, wenn ich die richtige Größe habe. Die richtige Schlossgröße. Dann haben wir hier vorne noch einen Tastaturanschluss. Dazu später mehr. Drehen wir das Gerät mal um. Ich habe jetzt mal eine ganz wahre Konstruktion gemacht. Ich habe einfach mal ein Netzteil drunter gestellt, weil das Ding wiegt 20 Kilo. Das kann man kaum mit einer Hand halten. Dieser Gehäusedeckel allein wiegt so viel wie so ein modernes Aerocool-Gehäuse. Das ist so dick. Dann, bei den Ports haben wir einmal eine USB 2.0-Karte, die wahrscheinlich später eingebaut wurde. Einmal eine VGA-Karte. Sieht man hier. Ist der VGA-Ausgang. Dann eine Game-Karte, die habe ich eingebaut. Hier zweimal Joystick-Ports. Dann eine, also das ist keine Karte, sondern einfach nur, hier sind die Ports dran und die werden dann mit Kabel rausgeführt. Hier einmal parallel und einmal auch nochmal, ist wie so ein Game-Port, nur dass das hier AUX-Netzwerk ist. Also das Kabel geht hier zu der Netzwerkkarte. Dann haben wir hier zweimal PS2, das untere Tastatur, das obere Maus und zweimal AS232 Serial 9 Pol, dann einmal nix und eine Soundblaster 16, die ich eingebaut habe. Was hier dem geschulten Auge schon aufgefallen ist, ist, dass hier, wie bei jedem normalen PC, auch diese Slot-Auseinanderhalter sind und hier hat die irgendjemand aus irgendwelchen Gründen auch immer rausgeschnitten. Was man hier fairerweise sagen muss, diese Slot-Auseinanderhalter, die kannst du hier kaum verbiegen, die sind so einen guten halben Millimeter dick, also so richtig dickes Metall. Hier hinten ist übrigens noch ein Tastaturport. Also der PC hat insgesamt drei Tastaturports. Vorne einen DIN-Port, hier hinten einen DIN-Port und natürlich hier den PS2-Port. Man hätte hier auch noch Schnittstellen reinschrauben können, aber das hätte hier mit der Kabellänge nie und nimmer gegeben. Hier ist natürlich noch das Netzteil. Das habe ich neu reingebaut, weil ich dem originalen AT-Netzteile. Das hat ganz komische Fiep-Geräusche gemacht, den habe ich nicht getraut. Das Mainboard unterstützt, also das Mainboard, warum das ich jetzt in Anführungszeichen sage, sehen wir gleich, unterstützt auch ATX und AT-Netzteile, muss man halt den Switch vorne am Mainboard anschließen. Und es ist dann auch kein Taster, sondern auch so ein Hard-Switch aus irgendwelchen Gründen. Ich lege das Ding jetzt wieder hin, richte die Kamera aus, dass wir von oben drauf schauen und dann melde ich mich wieder. Deckel ist abgenommen, wir schauen jetzt von oben auf den PC, also hier ist hinten, da ist vorne. Und hier kann ich nochmal zeigen, wie wahnsinnig dick dieses Blech ist. Also das hier ist nicht umgefallen. Das ist die tatsächliche Dicke von diesem Blech. Dieser Deckel allein wiegt gute 2 Kilo. Also das ist echt Wahnsinn. Eher 1,5, aber ist ziemlich schwer. Und hier, wenn man in diesen PC reinschaut, schauen Sachen schon mal nicht mehr ganz so normal aus. Als erstes sehen wir hier dieses Board in der Mitte. Hier ist unsere Netzwerkkarte, hier unsere Soundkarte, hier ist dieses Board, hier ist die Gamekarte, ISA, hier ist die Grafikkarte. Da habe ich auch eine andere reingebaut, da war vorher eine S3 Trio drinnen. Aber daher ich weiß nicht, keine S3 Trio, sondern einfach nur so eine ganz normale, die überhaupt nichts kann. Das ist jetzt eine RTE Rage 2, das ist hier auch ein bisschen spielende Aufmöglichkeit. Hier ist die USB-Karte, die habe ich auch reingesetzt. Das Ding hat zwar Onboard USB, ich muss aber hier nochmal diesen, weil hier ist der Stecker für den USB-Port, das Pinout rausfinden, damit ich hier was anschließen kann. Hier ist unser Floppy-Drive, hier ist unser IDE-Drive
Und hier unten, ne, habe ich mir was ganz was Feines überlegt. Und zwar als Festplatte ist das hier einfach nur so eine 16 GB, in dem Fall SanDisk SD-Karte. Die wird hier einfach hier unten in diesen SD-Kartenhalter eingeschoben. Wie in so eine Kamera. Und jetzt ist das unsere EDA-Festplatte. Die ist hier auch über dieses EDA-Kabel angeschlossen und funktioniert so als unsere Festplatte. Das heißt, wir haben hier keine laut klickende Festplatte. Und wenn ich hier mal Daten von dem modernen Computer auf und ab transportieren möchte, muss ich einfach nur die Karte rausnehmen und wieder reinstecken. Das macht es super einfach, weil da muss man nicht keine unsicheren Network Shares machen und so weiter. Das ist hier sehr professionell befestigt mit Klebeband und Karton. So, SD-Karte wieder drin. Mit Klebeband und Karton ist es einfach hier isoliert an dem DVD-Laufwerk festgeklebt und angesteckt. Jetzt zu diesem Mainboard, was euch wahrscheinlich alles schon interessiert. Dazu wird jetzt mal einen Schraubendreher. Leider nur ein Schlitzschraubenzieher, weil mein guter PC-Schraubenzieher irgendwie weg ist. Und jetzt bauen wir mal diese Karte aus. Als erstes muss ich hier die Game-Karte rausnehmen, damit ich hier an die ganzen Kabel rankomme. Also einfach Schraube lösen. Karte rausziehen. Und das ist hier eine ganz einfache 8-Bit ISA Game-Card. Sieht so aus, braucht keine Treiber, einfach reinstecken und funktioniert. Warum, dass ich den von der Soundkarte freihalten möchte, falls mir hier noch irgendwelche MIDI-Geschichten zusammen mit Gameports verwenden kann, also nicht immer umstecken will. Dann kann ich hier mal anfangen, von der Netzwerkkarte das AUX-Kabel abzuziehen. Das ist aber hier so drinnen. Darum werde ich hier einfach dieses IO-Bracket, also diese IO-Blende mit diesem Parallel und dem AUX-Port einfach rausnehmen. Weil dann muss ich nicht den da so kompliziert abstecken. Also hier sind die beiden Ports, wie vorher gesehen. Und den Parallel-Port kann ich hier schon von der PC-Karte abziehen. Als nächstes hier das Floppy-Kabel. Der Heißkleber war schon ab, wie ich den PC bekommen habe. Dann das sekundäre IDE-Kabel für das CD-Laufwerk. Und dann das primäre IDE-Kabel für die Festplatte. Dann haben wir hier noch mehrere Kabel dran. Unter anderem das Frontpanel. Das ist hier einmal die LED, der Speaker, der Reset-Switch. Das kann ich alles abziehen. Ich habe dafür ein Foto. Dann hier vorne noch die HDD-LED. Und hier haben wir dieses Kabel. Dieses Kabel geht auf die Platine drauf. Hier geht ein Kabel zum Frontpanel und hier eins nach hinten. Das ist für den Tastaturanschluss. Das kann ich auch abziehen. Sieht so aus. Also das ist hier für die Tastaturanschlüsse auf dem Board drauf. Als nächstes, das ist ein bisschen blöd hier gemacht, muss ich hier noch den Ventilator für die CPU abklemmen. Der ist ja nicht wie ein Molex angeschlossen, in irgendwelchen Gründen, sondern hier, das ist sehr interessant, hat das Mainboard hier so Spannungsrausführungsschraubblöcke, einmal Ground und einmal plus 5 Volt, einfach draufgeschraubt und dann kommt der Lüfter schon lose. Das ist nicht einmal irgendwie verzinnt oder Adern-Endhülsen drauf, sondern das war einfach nur so draufgesteckt. Das werde ich wahrscheinlich auch noch ändern. Leider habe ich meinen guten Schraubenzieher so auf die Schnelle nicht gefunden. Aber ich habe es jetzt einfach so mit viel Mühe aufgekriegt. Schraube rausnehmen. Und jetzt können wir auch schon das Mainboard, also eigentlich die Main Card, rausnehmen. Warum sage ich das so? Weil auf dieser Karte der eigentliche Computer sitzt. Die Karte ist draußen, sieht so aus. Wenn man die einfach so sieht, könnte man direkt denken, dass es eine Weser Localbus Karte ist, weil vorne ISA und hinten sowas, was wie PCI aussieht. Ist es aber nicht. Wir haben hier unter diesem kleinen Propeller einen Intel Pentium
133 MHz, werden wir später beim Postscreen noch sehen. Also Keramik-Heatspreader. Dann war hier mal ein, also ist noch immer ein Dallas Realtime Clock Modul. Das habe ich hier so aufgebohrt und da zwei Kabel für die Knopfzelle angelötet, dass der PC noch immer die BIOS-Einstellungen behält. Die Karte sieht so aus, hat einen Intel-Chipsatz, hat auch hier dieses NSTL-Logo, was glaube ich heißt, dass es mit dem Jahr 2000 kompatibel ist, was es ist. Dann haben wir hier den Tastaturcontroller drauf, hier das BIOS EEPROM. Das hat hier nicht mehr den originalen Award-Sticker drauf, weil ich den abgezogen habe und das in mein Mini-Pro Programmiergerät reingepackt habe. Und hier das neueste BIOS, das auf der Retro Web, also diesem Manual-Archiv verfügbar war von 2000, draufgebrannt habe, das einiges gefixt hat, weil nur so hat meine SD-Karte funktioniert. Darum ist hier dieser Phoenix oder Award-Sticker nicht mehr drauf. Hier die beiden Transistoren für die Spannungswandlung. Hier irgendwelche Chips. Hier ein Slot, wo man hier noch irgendein Modul draufsetzen kann. Man sieht die Schraubenlöcher. Keine Ahnung, was das für ein Modul ist. Hier unten seht ihr die Bezeichnung. Das ist ein Peak 530 CPU-Modul. Wenn man das in Google eingibt, findet man das ziemlich schnell. Durch diese modulare Bauweise gibt es natürlich hier auch andere CPU-Module. Ich habe mal auf dem Bild eins gesehen mit einem Pentium 4 drauf. Nachteil natürlich, da ist der Kühler größer. Darum haben die auch irgendwann mal aufgehört, dieses System zu produzieren. Weil, wenn so viel der Kühler abnimmt, wo ist dann der Sinn dahinter? So schauen diese CPU-Module aus. Hier hinten haben wir Edoram, also mit Metall. Nee, falsche Seite. Von vorne kann man es nicht raus, muss ich immer von hinten rausnehmen. Muss er rauskippen. So sahen die Slots aus. So die Module. Sind viermal die gleichen Module. Funktionieren hier drin einwandfrei. Jetzt schauen wir uns mal die Backplane an. So, jetzt habe ich mal alle Karten ausgebaut und jetzt sieht man hier mal die ganze Backplane. Und wie man sieht, ist hier nichts drauf. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ether-Slots, davon natürlich 9 nutzbar, weil natürlich in einem die Karte drin steckt. In Realität sind nur 8 nutzbar, weil wenn natürlich hier die Karte drin steckt, dass natürlich hier 2 Ether-Plätze von der Breite aufbraucht. In meinem Fall steckt die Karte hier drin, theoretisch könnte man sie auch hier reinstecken. Problem, das geht bei mir nicht, sonst würde ich das nämlich gerne machen. Und zwar, weil, wie man hier sieht, ganz knapp die RAM-Module zu hoch sind. Man sieht es gar nicht. Hier, ganz knapp die RAM-Module zu hoch sind. Darum geht die Karte hier nicht rein. Hier kann ich jetzt ein paar Sachen zeigen. Hier natürlich die Ether-Slots. Diese mit dieser Erweiterung sind für die CPU-Card. Mich wundert es, dass hier zwei CPU-Slots sind. Entweder gab es hier spezielle Add-ons-Cards, oder es gab mal Cards, die PCI und Ether hatten, weil zwei CPUs, das sind ja wirklich zwei volle PCs. Also nicht wie zum Beispiel Server und Dual-CPU-Systems. Das hätten die Pentiums auch gar nicht unterstützt. Da hätte man ein Pentium Pro gebraucht. Also dann Sockel 8 und nicht Sockel 7. Darum verstehe ich hier nicht ganz, warum das hier zwei Slots drauf sind. Dann, was an dem Mainboard natürlich auch noch drauf sind, sind hier mickrige 4 PCI-Slots. Das war aber normal für die damalige Zeit. In einem war die Grafikkarte drin, in einem die anderen die USB-Karte. In den dritten möchte ich eine schnellere Netzwerkkarte reinpacken, weil diese Netzwerkkarte, da habe ich sogar noch die Originalverpackung dazu. Das hier ist die Originalverpackung. Network Ether von 4LAN. Die funktioniert irgendwie nicht vernünftig. Die kriegt manchmal Fehler, dass das Gerät nicht gestartet werden konnte und so weiter. Hat BNC, er hat 45 und natürlich hier diesen 15-poligen AUX-Stecker, der einfach draufgesteckt ist. Dann die Soundblaster 16, nichts Besonderes von Creative. Sieht so aus.
Der Zettel muss weg, die funktioniert nämlich in dem PC drinnen. Dann hier die USB-Karte, die funktioniert nämlich mit Windows 98 SE sehr gut, mit dem inoffiziellen Service Pack. Da kriegt ihr auch wunderbare Treiber, funktioniert einwandfrei. Hier die ATI 3D Rage 2 Plus DVD. Das heißt, die kann DVDs abspielen. Das heißt, wenn ich ein DVD-Laufwerk einbauen könnte, die DVDs abspielen. Das heißt, dieser Videochip kann diese DVD-Encoding machen. Und hier natürlich noch diese ganz einfache Gamecard, wie schon gezeigt. Auf der Backplane haben wir hier einmal zwei 12-Volt-Ausgänge. Mit hier einmal 12 Volt und hier einmal Ground. Zweimal. Wenn es interessiert, was das übrigens für eine genaue Modellbezeichnung ist. Das ist ein PBP-14P4R1M1 und natürlich Made in Taiwan steht hier drauf. Hier oben wird es aber relativ interessant. Und zwar haben wir hier natürlich einmal unseren AT-Stromanschluss für die P8, P9 Stecker. Hier unseren 20-poligen ATX-Stromanschluss, den ich auch nutze, wie ihr seht. Hier habe ich ein Casecom-Netzteil drinnen. Dann gehen hier zwei Kabel weg. Diese zwei Kabel sind für den ATX Power Switch. Das ist nämlich das Lustige, ist, das ist kein Taster, sondern diese werden einfach hier mit Leiterbahnen direkt hierzu überbrückt. Wir brücken einfach die Kontakte. Und hier, das finde ich ziemlich cool, da war auch der Lüfter angeschlossen, ist einfach hier, sind wirkliche Schraubklemmen für die Spannungslinien. Also wir haben einmal hier Ground 12 Volt, minus 12 Volt, VCC und minus 5 Volt. VCC wird wahrscheinlich einfach 5 Volt sein, schätze ich mal. Dann haben wir noch LEDs, die uns anzeigen, ob die Spannungen anliegen. Wenn sie leuchten, liegen sie an. Wenn nicht, dann nicht. Das Netzteil. Das Mainboard ist auch hier kein normaler Formfaktor. Wie man hier sieht, das wäre zum Beispiel hier ein ATX-Mainboard. Von der Höhe könnte es hinken, aber von den Slots natürlich nicht. Weil wenn man sich anschaut, wie hier die Slots drauf sind und wo da die Slots drauf sind, merkt man einen ganz klaren Unterschied. Jetzt baue ich mal alles wieder zusammen, stelle einen Monitor hin und dann booten wir den PC mal hoch. Und wie wir sehen, funktioniert der PC einwandfrei. Der ist jetzt gestartet in Windows 98. Kann ja auch nochmal die Systemeigenschaften zeigen. Wir sehen Windows 98 SE und wir haben einen, das steht zwar nicht da, aber wir haben einen Pentium 133 und 128 MB EDURAM. Was ich euch natürlich auch noch zeigen wollte, ist diese Karte hier. Diese Karte war in dem PC drinnen, als ich ihn bekommen habe. Sieht so aus. Hat hier mal einen RCA-Port, einen S-Video-Eingang, glaube ich. Und hier diesen großen D-Sub-Stecker. Also es ist kein Gameport-Stecker. Der hat nämlich noch eine Pin-Reihe mehr. Also der Gameport-Stecker hat eine Pin-Reihe weniger. Der hat eine Pin-Reihe mehr. Sieht so aus. Das sind die beiden Chips da drauf. Wenn jemand eine Ahnung hat, was das ist, also ich habe bisschen gegoogelt und Google sagt, dass das ein Frame Grabber ist. Kann man damit Screenshots aus Videos erstellen? Composite oder hier so Y-Kabeln auf RGB, hier S-Video? Oder ist es eine Capture Card? Problem, ich habe es auch mal in Windows XP System reingesteckt. Da wird sie erkannt im Gerätemanager. Ich aber auch wenn ich die Hardware-IDs kopiere und Google, bekomme ich keine Treffer und keine Treiber. Somit kann ich hiermit nichts anfangen. Wenn irgendjemand eine Ahnung hat oder Treiber hat, dann soll er mir bitte eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse steht in der Kanalinfo drinnen, wo ich die Treiber finde und herunterladen kann oder er sie mir zuschicken kann. Weil es wäre sehr toll, wenn ich diese Karte zum Funktionieren bekommen kriegen würde. Hier seht ihr auch nochmal hier hinten, was da drauf steht. Sieht so aus. Hier wäre wie so ein großer Pinheader, der noch drauf wäre. Also wenn hier jemand so eine Idee hat, dann soll er mir bitte schreiben. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video.
wenn jemand noch Fragen zu diesem Rechner hat, zu diesem Industrial PC, oder eine Idee hat, was ich damit vielleicht noch zeigen sollte, vielleicht, keine Ahnung, irgendein Linux drauf installieren, was man damals eher in der Industrieumgebung hatte, oder mal Windows 3.1 drauf installieren oder irgendwelche Etherkarten einbauen, dann soll er mir es bitte in die Kommentare schreiben und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.